Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem nächsten kleinen Themenvideo. Mein Name ist Brocken und heute schnabulieren wir ein bisschen über 8.5. Konnte selber leider nicht großartig spielen. Oder auch als es rauskam, hat es mich ein bisschen überrascht. Und hatte leider keine Zeit dazu, für ein Let's Play oder so zu machen. Habe ich mal gedacht, hole ich das heute ein bisschen nach und du bei der neuen Version jetzt ein bisschen drüber reden, was es so Neues gibt und was so meine Meinung darüber ist. Würde mich auch freuen, wenn ihr dazu in die Kommentare eure Meinung dazu schreibt oder was ihr sagt, was gut an dem Patch ist oder was schlecht an dem Patch ist oder ob man überhaupt was merkt, irgendwelche Unterschiede zu vorher und. Ja, also würde mich mal sehr interessieren, was euch auch wichtig ist, was verändert wurde oder wo ihr noch sagen würdet, okay, das wäre noch gut, wenn sie das noch ändern würden. No? Jo, also 8.5 hat ein paar Sachen dabei, die recht interessant sind, sage ich mal. Wie sich das Ganze entwickelt, werde mal sehen. Als allererstes, dass wir nicht die IS-7 auch hier stehen. Der IS-7 haben sie mal 10 km/h oben drauf geschmissen, knapp 10 km/h. Der hat vorher so 50 gefahren und jetzt fährt er 59,6 km/h. Jo, also ich freue mich, dass er schneller ist. Ob ich es brauche oder nicht, keine Ahnung. Ja. Dann ist das Wichtigste, denke ich mal, wo jeder auch auf dem Patch drauf gewartet hat, ist natürlich die Geschichte mit den neuen deutschen Tanks. Es wurde ja auch mal Zeit, dass es mal noch ein paar neue Deutsche gibt. Und sind neue Lights und Medium Tanks dazugekommen. So, und zwar, wie ihr seht, hier diese Reihe Leopard 1, Tier 10, mittlerer Panzer. Leopard, Prototyp A, dann der Indian Panzer, was immer das auch soll sein. Und Aufklärungspanzer Panther. So, das wären dann 4. Und dann gibt es noch so 2. Aber die weiß ich jetzt nicht so genau, welche das sind. Ja. Ich kann euch nur raten, ihr seht ja die Verbindungen. Was natürlich dann ganz geil ist, wenn ihr, sagen wir mal, die Panzerreihen jetzt durchspielt. Vielleicht so zu spielen, dass ihr auf den Panther kommt. Weil beim Panther könnt ihr nämlich dann den Tiger 2, das ist ein schwerer Panzer, euch dann freispielen und den Panda 2. Ich denke mal, das sind so unterschiedliche Panzer und da macht das Freispielen auch irgendwie Sinn. Ja, dann der Leopard Prototyp A soll so ähnlich sein, soll sich so spielen wie die Hellcat. Und ihr wisst, dass mir die Hellcat ja unglaublich viel Spaß macht, einer meiner Lieblingstanks ist. Und Wargaming hat das auch selbst so beschrieben, dass der Leopard Prototyp A so spielen sein soll wie die Hellcat. Auf den freue ich mich auf jeden Fall. Bin mal richtig gespannt. Jo, dann haben sie noch ein paar kleinere Panzer bei den Russen spendiert. Hier der T-60, T-70 und T-80. Sonst gibt es da eigentlich nichts Großartiges Neues. Ihr seht, beim T-80 kommt er dann runter zum T-34 und könnt dann wieder ganz regulär weiterspielen. Ja, also ich wollte anfangen zu spielen, aber ich habe leider keine freien Garagenplätze mehr und deswegen lasse ich das auch, ne? Aber ich würde mich nur freuen, wenn ihr in die Kommentare vielleicht schreiben könntet, wie ihr die Panzer findet. Wieder mal wieder leichte Tanks halt. Wir haben ja nicht genug. Ne? Ist ja nicht so, als wäre das Spiel schon so langsam ein bisschen überflutet mit mittleren und leichten Tanks und auf jeden Fall auch, also es wird langsam ein bisschen zum Rennspiel, oder? Ich weiß nicht, irgendwann können sie so einen Start- und Zielbahn reinmachen und dann können sie so gegenseitig antreten, wer am schnellsten im Ziel ist. Ist, denke ich, nur sinnvoller langsam. Aber ich beklage mich schon nicht, ja. Jo, das dazu. Dann gibt es noch eine interessante Geschichte, was ich eigentlich sehr begrüße, ist mit diesen Verbrauchsmaterialien. Da kann man nämlich jetzt die Goldgeschichten, jetzt hole ich mal den IS-7, da seht ihr jetzt zum Beispiel, das ist eine Zusatzration, das hat vorher alles 50 Gold gekostet. 50 Gold, das ist ja nicht gerade wenig für einmalig zu benutzen. Die haben immer so Zusatzsachen dabei, ja, zum Beispiel die Zusatzration 10% zu den Besatzungsfähigkeiten für die Dauer eines Gefechts. Der große Erste-Hilfe-Kasten hat zum Beispiel 15% Schutz für die Mannschaft vor kritischen Schäden. Großer Ersatzteilkiste 10% Modul Schnellreparatur. Und der Feuerlöscher, den finde ich sehr gut, -10% Brandwahrscheinlichkeit. Ja, das alles dann gegen Credits. Da könnt ihr mal draufdrücken und mal gucken, wie viel das kostet. Zum Beispiel hole ich mal die Zusatzration. Die kostet dann 20.000 Credits. Okay, wenn ihr jetzt die ganzen Sachen auf Premium umrüstet,
dann ist das schon eine sehr teure Sache. Dann seid ihr dann, wenn ich sage, ich muss das jetzt alles holen würde, jetzt hole ich mir noch die Ersatzteilkiste. Ja, dann könnt ihr euch ja vorstellen, wo ich jetzt bin, große Ersthilfekasten auch noch, das macht dann 60.000. Natürlich verbraucht sich jetzt nicht alles, soweit ich das dann weiß, ne? Weil die zum Beispiel die Zusatzration, die verbraucht sich immer in jedem Gefecht. Aber die Ersatzteilkiste und die Erste-Hilfe-Kaste verbraucht sich erst dann, wenn wir es wirklich brauchen. Ja? Aber ihr bekommt dann immer halt diesen Bonus dazu. Aber 60.000 ist sehr viel. Sagen wir mal, jetzt hole ich noch Goldmunition mit. Sagen wir hier die 15 Goldmunition. Jetzt gucke ich mal, wenn ich die jetzt wegmachen würde und werde jetzt die noch dazu holen. 15 Schuss, 60.000. Dann hätte ich 120.000 Credits beim IS-7. 120.000 Credits. Das ist enorm viel, ihr Leute. Das ist wirklich sau viel für ein Gefecht. Da macht er richtig massiv Minus, ja. Ja, also der Trend geht weiter in Richtung, die Credits werden halt immer teurer. Ich denke mal, diese Geschichte finde ich eigentlich interessant, weil man halt immer, sage ich mal, diesen Bonus dabei hat und man kann ein bisschen mehr aus dem Panzer rausholen. Finde ich interessanter als die Goldmunition, ganz ehrlich. Die Goldmunition könntest du von mir aus komplett wegmachen aus dem Spiel, braucht keine Sau. Aber die Verbrauchsmaterialien, das finde ich in Ordnung. Stehe ich vollkommen hin dran. Es ist halt sauteuer. Und ja, ich weiß nicht, wenn ich mir überlege, mit dem T8er merke ich das, da verbrauche ich eigentlich echt alles, ne? Da verbrauche ich auf jeden Fall die Ersatzteilkiste auf jeden Fall. Was verbrauche ich dann da noch? Okay, wenn ich es nicht verbrauche, repariert er halt noch schneller, ne? Muss man halt mal gucken, ob sich das vielleicht doch nicht lohnt. Oder doch lohnen würde, muss man mal gucken. Finde ich auf jeden Fall interessant. Und ja, die Mannschaft wird auch ein bisschen geschützt. Vielleicht kriegt man doch weniger. Aber bei mir sind die Leute, die vor allem im Löwe oder so, da sind die sind dauertot. Also ich weiß, am besten würde ich schon die Särge am Löwe auf der Anhänger schnallen, weil so viele Leute wie dort frecken, so viel Erste-Hilfe-Kasten kann ich gar nicht mithole. Ja. Aber ich denke mal ein bisschen, ihr könnt immer in die Kommentare schreiben, was sich lohnt, wie in welcher Kombination. Und ich denke mal, wenn man ein bisschen raffinierter das Ganze macht, lohnt sich das. Ich kann euch nur raten, wenn ihr gerne die Dinge nutzt, wartet auf die Events, wenn die Verbrauchsmaterialien reduziert werden, also billiger werden um 50% oder 30% und haut euch dann euer Lager damit zu. Mit den Panzern, mit denen ihr die gerne benutzen würdet. Also ich weiß nicht, ob sich das beim kleinen Panzer lohnt. Ich denke mal, da reichen die kleinen Sachen. Aber jetzt haben wir um 10er gefecht oder 8er, 9er gefecht. Würde ich schon sagen, lohnt sich. Alles drunter ist Geschmackssache. Jo, also wie gesagt, nehme ich gerne an, die Verbrauchsmaterialien für die Geschichte. Muss ich mich aber auch noch ein bisschen auseinandersetzen damit. Und vor allem mal gucken, was ihr dazu sagt. So, dann haben sie noch ein paar Sachen geändert. Was man auch wissen sollte, denke ich mal. Ihr habt jetzt. Ihr kennt ja dieser Tagesbeginn. Der war früher um 1 Uhr nachts. Dann haben sich zum Beispiel die doppelte Punkte resettet. Dann habt ihr wieder 2 Punkte also mal 2 für den ersten Sieg des Tages bekommen. Und der Tagesbeginn ist jetzt um 7 Uhr morgens. Nicht mehr um 1 Uhr, sondern um 7 Uhr. Ja, finde ich okay, wenn man um 5 Uhr nachts anfängt zu spielen und um 6 Uhr, da hat man um 7 Uhr wieder. Kann man wieder die Zweierpunkte rausknallen. Ja, vorher hat man dann halt bis um 1 Uhr gespielt und konnte dann die ganzen Dinger wieder rausknallen. Muss man halt mal gucken, was besser ist. Denken wir mal, die eine hat besser um 1 Uhr gespielt, die anderen um 7 Uhr. Ich weiß nicht, 7 Uhr ist eigentlich fast dasselbe, oder? Die meisten spielen ja bis abends, sagen wir mal 11, 12 Uhr und dann geht man ins Bett und ja, okay. Hat aber bestimmt dann einen internen Sinn, warum sie das gemacht haben. Auf jeden Fall, ihr solltet noch wissen, was dann auch alles resettet wird. Ich wusste das zum Beispiel gar nicht, dass es ein Tageslimit gibt für Panzereinkäufe. Gut, ich kaufe mir eigentlich höchstens einen Panzer mal am Tag, maximal 2, aber da gibt es Limits. Und ich lese mal einfach vor, was da alles dann neu kommt oder beziehungsweise wieder resettet wird. Also, der Tageslimit für Panzereinkäufe, der XP-Multiplikator, also der erste Sieg des Tages. Tageslimit für die maximale Anzahl an Panzerverkäufen, Tageslimit für die maximale Anzahl von Anzeigen gegen einen Spieler, die ihr direkt aus dem Client an den Support übertragt,
Tageslimit fürs Rekrutieren von Besatzungsmitgliedern mit 50% Ausbildungsstufe. Jo, wusste ich auch nicht mit der Ausbildungsstufe, dass es da auch ein Limit gibt, also für 50er Mannschaften zu kaufen. Der Tageslimit für die maximale Anzahl an Anzeigen, das ist das, diese Beschwerdedinger, wo ihr, sagen wir mal, euch über Spieler beschweren könnt. Zum Beispiel das AFKasen, Beleidigungen, Bot und. Da können ja maximal 5 solcher Anzeigen rausknallen. Also Rechtssteuerung, Rechtsklick auf den Namen von einem Spieler. Oder ist es Ingame mit links? Auf jeden Fall Steuerungstaste und dann müsst ihr auf den Namen klicken, dann seht ihr auch das Ganze schon. Da ist so eine Zahl und da könnt ihr euch beschweren dann über einen Spieler. Habt ihr maximal 5 solcher Tickets, sage ich mal. Ja, was mit denen passiert, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, die gehen abends 7 Uhr nochmal neu aufgeladen sozusagen. Jo, was haben sie noch? Eine ganz schöne Geschichte, finde ich eigentlich mal wirklich schön, dass sie das gemacht haben. Ab 8.5 können Nicht-Premium-Spieler Panzerzüge aus 3 Spielern erstellen und Panzerkompanien. Ja, das gab es ja vorher nicht, da hat man mit so einem Premium-Account machen, der Erstand konnte man mit 3 Leuten spielen. Und jetzt können die Nicht-Premium-Spieler ebenfalls 3er-Züge machen und sogar Panzerkompanien erstellen. Finde ich eine klasse Geschichte. Hat mich sehr überrascht, dass das kam, muss ich euch ehrlich sagen. Hätte ich nicht gedacht, dass das jetzt völlig kostenlos so rüberkommt. Aber finde ich gut gemacht von Wargaming. Kommen Sie mal ein bisschen den Spielern entgegen. Jo, was ich jetzt treiben werde mit 8.5, ist definitiv die Deutschen weiterspielen. Ich will unbedingt den Leopard, wie heißt er hier, Leopard Prototyp A. Genau, Leopard Prototyp A unbedingt freispielen. Da muss ich mich erst noch mit diesem VK-30 rumquälen und dann der Indienpanzer. Gibt es den überhaupt? Ich habe den mal durchgelesen, was hier so drüber geschrieben wird. Das ist eigentlich ganz geil. Passt mal auf, wer es noch nicht gelesen hat. Dieses Projekt eines mittleren Panzers wurde für die indische Armee entwickelt. An der Forschung beteiligt waren Porsche, Daimler-Benz und die Zahnradfabrik AG in Friedrichshafen. Jetzt kommt das Geile. Das Fahrzeug erwies sich als zu kompliziert für eine Fertigung in Indien und das Projekt wurde aufgegeben. Das heißt, die haben es einfach nicht hingekriegt, eine Panzer in Indien zu bauen. Finde ich geil. Ja, deswegen. Er sieht aber auf dem Bildschirm ganz geil aus. Er fährt 50 km/h. Muss mal gucken, was der so für eine Gun drauf hat. Können wir uns hier mal ein bisschen angucken. Ah, die 8.8er, sehr schön. 8er Waffe. Dann hat er noch hier eine 9er. Also auch eine Tier-8-Waffe, aber 9 cm. Muss man mal ausprobieren. Ich habe nur gelesen, Momento Mio, dieser... nee, warte mal, welcher war's? Doch, dieser indische Panzer. Nee, Quatsch. Shit. Broken, du hast doch gelesen. Das sieht doch so einer aus wie der Löwe. Ich weiß aber nicht mehr, welcher es war. Da gibt es dann nicht allzu viel zu erforschen. Warte mal, da gucke ich mal einfach mal nach, welcher das war. Bin mir eigentlich sicher, dass das dieser Indienpanzer war. Oh, hier sind alles 10er-Sachen. Oh, geil. Da fascht alles. Ich meine, das wäre der Indienpanzer. Ja, der hat nicht viel zu erforschen, glaube ich. Nur diese Gun. Motor und Kette. Ich glaube, das ist der... Oder ist das der Aufklärungspanzer? Ich weiß es nicht mehr. Soll so aussehen wie der Löwe. Müsst ihr mal die News gucken von Wargaming. Es sieht so aus wie der Löwe und hätte nicht so viel zu erforschen irgendwas, habe ich doch gelesen. Jo, das war's eigentlich, glaube ich, ne? Es gibt sonst, ich gucke gerade mal auf meiner Liste hier, sonst gibt es eigentlich nur kleinere Veränderungen, wie das, es gibt relativ viele Module, die sie ein bisschen angepasst haben, also ein bisschen teurer gemacht haben. Also zum Beispiel in Motor anstatt 8.000 dann 12.000 Credits und. Ja, ansonsten glaube ich eigentlich nichts. Nee, sonst gibt es eigentlich nichts. Ihr könnt das hier ein bisschen ergänzen in den Kommentaren, wenn es schon was einfällt. Wird mich mal ganz doll interessieren, vor allem was ihr zu diesem zum Verbrauchsmaterial sagt, dass es hier jetzt gegen Credits gibt, die Goldgeschichte, die Gold... das Goldzubehör oder Premium-Zubehör, wie man es nennen will.
Ja, ansonsten gibt es eigentlich nichts Neues. Haben ein bisschen an der Grafik rumgeschraubt. Ach so, es gibt natürlich noch eine neue Map. Die Perlenküste oder wie es heißt. Habe ich selber nicht gespielt, ich bin mal sehr gespannt. Find's schade, dass jetzt nur sagen, ich würde mich freuen, wenn mal mehr schwere Tanks kämen. Ja, das ist jetzt zum Beispiel, was ich jetzt so ein bisschen zu bemängeln habe. Ein paar schwere Tanks, ein paar neue wären echt geil, dann würde man ein paar Leute mal mehr schwere Tanks spielen. Weil im Moment ist ja wirklich, also ich empfinde das als eine richtige Seuche mit den Lights und Medium Tanks. Wie gesagt, das Spiel ist viel schneller geworden und ich finde es halt nicht gerade so geil. Ja, dann haben sie noch eine Änderung gemacht, fällt mir gerade noch ein, mit dem Matchmaking. Seit langem habe ich mal nochmal was über das Matchmaking gelesen, dass sie mal überhaupt was ändern. Und zwar mit den Light Tanks, die an irgendeinen anderen Wert bekommen, das wird irgendwie anders da gegliedert wieder. Hab jetzt auch von den Leuten vom Treffpunkt nachgefragt, ob sonstige irgendwas aufgefallen wäre am Matchmaking. Die meisten haben gesagt, nö, es sind immer noch 5 Artis in einer Runde drin im Team und solche Geschichten. 10er sind immer noch beschissen zu spielen, die Runden, wenn dann 5 Artis, dicke Artis da stehen. Und schade, wirklich schade. Aber ich denke mal, oder hoffe es zumindest, dass Wargaming da wirklich mal ein bisschen aufholt und mal gescheites Matchmaking macht. Weil wollte noch bald ein Themenvideo bringen mit der Motivation. Ich bekomme jetzt mehr Nachrichten von euch, dass ihr so ein bisschen, also mehr als sonst Nachrichten, wo ihr ein bisschen angepisst seid. Ganz viel, ich habe selbst erlebt, kommen dann, die können nur samstags spielen, samstags abends zum Beispiel, und kriegen dann nur auf die Fresse. Scheiß Runden mit Artis bis hinten wieder voll oder das Team wird nur noch abgeknallt, man hat gar keinen Spielspaß. Und das über Runde für Runde hinweg. Ich finde das dann auch, das darf nicht sein. Ganz ehrlich, das darf überhaupt nicht passieren. Aber ich vertraue, sage ich mal, einfach mal blind ein bisschen Wargaming. Ich glaube nicht, dass die ihr Spiel kaputt machen wollen. Ich sehe auf der Wargaming-EU-Seite auf Facebook, wie viele Leute sich beschweren über das Matchmaking. Und ich hoffe mal wirklich inständig, dass sie das mal ändern. Okay, das war 8.5. Schreibt mir eure ganzen Dinge, die ihr im Kopf habt, welche Erfahrungen ihr gemacht habt, was ihr von 8.5 haltet, wie weit ihr vielleicht mit den deutschen Tanks seid, mit den neuen, ob ihr die gut findet, schlecht findet, welchen Tank ihr gerade am Spielen seid. Also alles, was euch einfällt, einfach in die Kommentare. Und da lese ich mal das Ganze mal durch und hoffe, dass doch vieles Positive drin steht. Dann freue ich mich nämlich umso mehr, um 8.5 ein bisschen genießen zu können. Okay, vor allem auch, was ihr von der neuen Map haltet. Ganz wichtige Geschichte. Matchmaking und Map und mit dem Verbrauchsmaterial. Das wäre für mich die interessantesten Geschichten. Okay. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ding, ding.